Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Bis zur Saline, denn die Masse der Teilnehmer, die kommt jetzt noch. Dann wird das ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zur 11. Auflage des Klingenthal Sportmarathon. Hier heute in Salzkotten und hier im Startbereich. Da ist zwar noch so etwas wie Ruhe vor dem Sturm zu spüren, aber trotzdem macht sich immer stärker die Nervosität bemerkbar. Über welche Laufstrecke bist du heute unterwegs? Und wie sieht es jetzt so kurz vorm Laufen mit der Nervosität aus? Also ich laufe 10 Kilometer und nervös bin ich kein Stück. Coole Jungs. Wir haben uns die 10 Kilometer Strecke vorgenommen und sind total nervös. Also wir haben uns für den Halbmarathon entschieden und die Nervosität ist schon deutlich da. Das ist mein erster und ich bin schon aufgeregt. Nervös bin ich nicht und ich versuche 10 Kilometer zu laufen. Viel Glück. Nervosität hält sich noch in Grenzen zum Glück. Wir haben ja super Wetter, Voraussetzungen sind top. Neben mir steht Robert Santa Claus. Was treibt denn Santa Claus heute nach Salzkotten zum Klingenthal Sportmarathon? Ja, das ist mein drittes Mal, das macht jedes Mal Spaß. Also wieso denn nicht? Ja, das frage ich mich auch, wieso denn nicht? Weihnachten ist doch das ganze Jahr über. Ach, jeden Tag ist Weihnachten. Dankeschön an die auch der Landtag ist hier vertreten. Bernhard Hoppe-Biermeier. Bernhard Hoppe-Biermeier, was haben Sie sich denn für heute vorgenommen? Anzukommen. Nein, ich laufe ganz locker. Mit Christoph Rüder ist da, Uli Berger ist da. Wir drei machen das zusammen. Okay, und Sie viel gehen Glück. Auch gleich in ja, man kennt das ja, die Angst des Torwarts vorm Elfmeter, aber wie sieht's aus mit der Angst des Bürgermeisters vor dem bevorstehenden 10-Kilometer-Lauf? Die Angst hält sich, glaube ich, im Grenzen. Ich bin ja ein erfahrener Läufer. Ich bin ja im letzten Jahr schon das erste Mal die 5,5 Kilometer gelaufen. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen sind optimal. Das Wetter ist nicht zu heiß. Es bleibt heute wahrscheinlich auch trocken. Und man sieht es auch heute in der Selzhalle. Die Nachmeldezahlen werden uns wahrscheinlich dahin führen, dass wir einen neuen Teilnehmerrekord haben. Okay, wir werden uns hinterher nochmal widersprechen. Vielen Dank und viel Glück. Dankeschön. 26 Mitarbeiter der Bäckerei Lange begeben sich heute auf den Lauf und neben mir steht Harald Laus, der Geschäftsführer. Wie schafft man es, so viele Leute für das Laufen zu motivieren? Ja, es ist eine schöne Gelegenheit, dass man mal abseits der Arbeit auch Zeit verbringt, sich bewegt. Und das breite Angebot an Läufen ist mittlerweile auch so, dass man auch mit 5,5 Kilometer ja fast jeden bewegen kann, hier mitzumachen. Deswegen ist das für uns alle immer eine schöne Sache. Der uns seit 11 Jahren als Namensgeber und Hauptsponsor zur Verfügung stellt. Die Firma Rotte, Namensgeber des Staffelmarathon, hier heute am Start mit sage und schreibe der Hälfte der Belegschaft. Uli Rotte, wie schafft man das? Ja, ich bin auch erstaunt. Wir hatten da nicht mit gerechnet. Ich hatte das vorgeschlagen und habe gesagt, Mitarbeiter, wenn wir 10 Leute zusammenkriegen, die laufen, dann spendiere ich auch einen Lauftrainer. Dann war es einen anderen Tag 32. Und von den 32 sind 29 übergeblieben. Und das ist schon erstaunlich. Jawohl, da kann heute nichts mehr anbrennen. So, ich wollte jetzt noch zwei Leute. Laura Hottenrott, eine der besten deutschen Langstreckenläuferinnen, hat sich schon für die EM im August in Berlin qualifiziert. Wie sieht es denn heute aus bei Ihnen? Wollen Sie heute einfach nur so einen lockeren Trainingslauf hinlegen oder ist es eher schon so eine Art von Nagelprobe? Ja, also es ist ein intensiver Trainingslauf, also nicht locker, ein bisschen zügiger schon. Und es passt ganz gut jetzt hier in der Region, dann die Veranstaltung mitzunehmen. Der Streckenrekord beim Halbmarathon liegt bei 1:13:14. Könnten Sie mit Ihrer Bestzeit toppen? Die ist 2 Sekunden schneller. Ja, das stimmt, aber ich will heute keine Bestzeit laufen. Ja, das war ja der alles befreiende Startschuss, der hier jetzt ein riesiges Teilnehmerfeld auf die Laufstrecken schickt. Die Laufstrecke, sie ist vor 5 Jahren komplett verändert worden und führt über einen relativ flachen Kurs. Zunächst hier über die B1 in der Innenstadt, die heute verkehrsfrei blieb, dann an geschichtsträchtigen Zeugen der Salzstadt vorbei, wie hier am Westerntor. Der Laufkurs ist eine Rundstrecke von 10.550 Metern, vermessen nach den Vorgaben des DLV und damit bestlistentauglich. 4 verschiedene Laufstrecken sind hier um 9 Uhr gleichzeitig gestartet. Da wäre der Barmer Lauf über die 10 Kilometer und
Der ist exakt so lang wie eine Marathonrunde, nämlich 10.550 Meter, ermittelt aber mit einer speziellen Messmatte am 10-Kilometer-Punkt die 10 Kilometer endgültige Zeit. Die strengen Rekorde, die von Robiel Waldemichael in 34.09 bei den Männern und in 39.10 von Simone Raths bei den Frauen gehalten werden, sie könnten heute in Gefahr geraten. Interessant auch, was sich heute auf der Halbmarathonstrecke entwickeln könnte. Da hält im Übrigen der Tscheche Thomas Blacher mit 1.13.14 den Streckenrekord. Im Teilnehmerfeld heute aber mit Laura Hottenrott von der TV Wattenscheid, eine der besten deutschen Langstreckenläuferinnen. Die Bestzeit der 26-Jährigen auf der Halbmarathondistanz ist mit 1.13.12 sogar 2 Sekunden schneller. Da könnte aber zumindest der Streckenrekord bei den Frauen, den Caroline Gläser mit 1.21.53 im Jahr 2010 aufgestellt hatte, heute ausgedient haben. Für viel Bewegung könnte auch ein dreiköpfiges Team aus Bystrice in Tschechien, das ist Salzgottens Partnerstadt, sorgen, die hier heute schnell unterwegs sein dürften. Und mit Konrad Schulz hatte sich ein alter Bekannter angemeldet, der 2016 auf der Halbmarathon-Distanz siegreich war. Ja, es wird also recht spannend hier. Große Resonanz heute auch beim Rotte-Staffelmarathon. Hier teilen sich jeweilig 4 Teilnehmer eine Laufstrecke von 10.550 Meter. Hier hält das Gymnasium Antonianum aus Geseke mit 2.41.09 den Streckenrekord. Favorisiert heute aber die Laktatfreunde aus Soest, die in starker Besetzung hier angetreten sind. Neu in diesem Jahr der Sponsor des Unternehmens Rotte aus Oberntudorf. Der Chef dieses innovativen Unternehmens, Ulrich Rotte, er ist laufbegeistert und war auch schon früher auf den Marathonstrecken unterwegs. In diesem Lauf vertreten auch viele Unternehmen wie die Rewe, das Sporthaus Klingenthal, die Bäckerei Lange oder Müller Elektronik, nur um hier einige zu nennen. Hier gibt es am Ende für die besten Firmenmannschaften eine Siegerehrung. Und auch eine Azubi-Ehrung ist vorgesehen. Kommen wir nun zu den Königen der Läufer, den Marathonläufern. Gleichzeitig auch mit 93 Meldungen heute die kleinste Laufeinheit. Sie haben heute einen langen Tag und 42,195 Kilometer vor der Brust. Und hier muss man einen, der in Salzgotten schon Marathongeschichte schrieb, ganz besonders hervorheben, nämlich Matthias Nahn. Nicht weniger als 7-mal lief das aus Bad Driburg stammende Laufass hier schon als Sieger ein. Natürlich hält er auch mit 2.38.20 den Streckenrekord. Den stellte im Übrigen bei den Damen Nadja Koch aus Schamede im Jahre 2014 mit 13.58 auf. Mit André Walitzka ist hier heute ein weiterer interessanter Läufer gemeldet. Der Tscheche erhält es mit den Ultradistanzen und war 2016 Vize-Europameister im 24-Stunden-Lauf. Im Teilnehmerfeld auch heute lokalpolitische Prominenz wie der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeier und Salzgottens Bürgermeister Uli Berger mit seinem Bürgermeisterkollegen Christoph Rüther aus Bad Wünnenberg. Erfreulich für das Organisationsteam um Sascha Wikzinski, das aktuell 1560 Anmeldungen in den Hauptwettbewerben und 550 bei den Babinis Vorlagen. Eine kleine Steigerung zum Vorjahr, doch diese Zahlen, sie könnten sich noch weiter nach oben hin entwickeln. Ja, die lange Läuferschlange macht sich jetzt auf die Reise in Richtung der Ortschaft Ferne. Von dort geht es zurück in die Selzer Stadt und dann macht der Kurs noch einige Schlenker durch Salzgotten, um dann hier letztlich auf dem Marktplatz zu enden. Ja, und jetzt hat sich hier auch der 5,5 Kilometer lange Rewe Fit und Fun-Lauf hier am Marktplatz in Bewegung gesetzt.
Diese Laufstrecke ist vornehmlich denen gewidmet, die noch nicht so viel Lauferfahrung gesammelt haben. Oder auch eben denen, die es einfach nicht so schnell mögen, sondern es eher mit fitten Pfann halten. Die 5,5 Kilometer, eine Distanz, die man schaffen kann. Ein vernünftiges Vorbereitungstraining sollte jedoch Voraussetzung sein, denn sonst kann man auch hier schon mal sein persönliches Debakel erleben. Auf dieser Laufstrecke klar erkennbar auch eine Tendenz zu den schnelleren Rannern. Da wären zum Beispiel die Geschwister Chiara und Alina Nahen zu nennen, beide Töchter von Marathon-Seriensieger Matthias Nahen. Chiara, sie hatte hier im Übrigen schon zweimal gewonnen. Das trifft auch für Sarah Metz vom VfB Salzgitter zu, die Deutsch-Britin, die auch in 22,09 Minuten hier den Streckenrekord hält. Sie hatte heute für die 10 Kilometer gemeldet. Lassen Sie uns auch ein paar Worte zur Organisation sagen. 4 Laufdistanzen gleichzeitig zu starten, dazu 20 Minuten später den 5,5 Kilometer Lauf. Und das alles in ein ordentliches Ergebnissystem zu bringen, ja, das ist schon hohe Organisationskunst. Und da muss man dem Orga-Team um Sascha Wikzinski mit seinen zahlreichen Helfern ein Riesenkompliment machen. Und zur perfekten Organisation dieses Laufevents gehört auch, dass für die behinderten Teilnehmer die Special Olympic-Wertung für alle Strecken angeboten wird. Und jetzt wird es Zeit, zum Marktplatz zu übergeben, wo die ersten Einläufe schon erwartet werden. Und hier am Marktplatz in Salzgitter wird mit Spannung der erste Sieger am heutigen Tag, der Sieger über 5,5 Kilometer, erwartet. Und der heißt Adam Janiecki, der es sonst eher mit langen Strecken hält. Ja, Adam, wir haben eben gehört, eigentlich ist die Langstrecke ja deine Disziplin heute auf der kurzen 5,5. Warum? Ja, das ist so. Diese Saison wollte ich nämlich neue Reize setzen. Also eigentlich berge ich so ursprünglich 10 Kilometer, 20 Kilometer, also Halbmarathon und auch so längere Sachen wie den Hermannslauf. Und diese Saison wollte ich mal ganz andere Reize setzen, sprich 800 Meter Läufe zu machen, 1500 Meter auf der Bahn, um halt die Schnelligkeit zu bekommen. Und sie macht es dem Herrn Papa nach, Chiara Nahen, die hier zum dritten Mal siegreich war. Wie war es auf der Strecke? Es war ganz gut. Eigentlich sollte ich einen Tempo-Dauerlauf machen, deswegen bin ich die ersten 3 Kilometer ein bisschen langsamer gelaufen und bin dann nochmal schneller geworden. Das ist hier, kann ich schreiben. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum ersten Platz. Alles fantastisch gelaufen, oder? Ja, danke. Es ging am Anfang relativ schwer, weil es ja heiß war. Aber hinten raus, so hatte ich einen Rhythmus und dann lief das viel von alleine. Ja, Jessica Volkmann von den Teilzeitläufern Bielefeld hier auf den ersten Platz gelaufen. Teilzeitläufer passt ja irgendwie nicht. Es müsste eigentlich schon Vollzeitläufer sein, wenn man den ersten Platz holt, oder? Ja, wir haben als Teilzeitläufer angefangen und jetzt hat sich das gesteigert, aber der Name ist geblieben. Von daher lassen wir das auch so. Ja, also eigentlich im Basketball zu Hause, heute auf der Laufstrecke. Wie war es denn? Wie ist denn Ihr Eindruck von der Strecke, vom Wettbewerb? Ja, war wieder ein ganz toller Lauf. Ich bin ja schon zum wiederholten Mal hier. Strecke war ja ein bisschen anders als das letzte Mal, als ich gestartet bin. Diesmal wirklich gut das Wetter, was einem also wirklich nach vorne gepusht hat. Also ganz toller Lauf wieder, ja. Wie zufrieden mit der eigenen Leistung? Kann ich noch gar nicht sagen. Die Zeit kenne ich nicht, aber ich laufe sowieso unabhängig von Zeiten. Das Feeling war sensationell. Ist mein erster Wettkampf dieses Jahr gewesen. Super. Bisschen zu eng, also bitte weit. Neben mir steht jetzt Jonas, 7 Jahre alt, er ist die 5,5 Kilometer Strecke gelaufen. Wie war es denn unterwegs, Jonas? Wie hat dir das gefallen? Gut, sehr gut. Was fandest du denn so besonders gut daran? Dass man einfach ganz schnell laufen kann und dann auch den Endspurt sehr schnell machen kann. Und hast du auch immer genügend Luft bekommen oder musstest du auch mal stehen bleiben? Ich musste nie stehen bleiben, ich bin durchgelaufen. Ich glaube, du bist ein richtig großes Talent, du solltest weiterhin laufen. Ja.
Darf ich fragen, wie war es unterwegs? Sehr, sehr gut. Schöner Lauf, optimale Wetterbedingungen und nicht so heiß wie in den letzten Jahren davor. Sehr warm, aber okay. Bisschen Luft dabei, war genau richtig eigentlich. Wie war es unterwegs mit dem Lauf? So war super. War mein erster Lauf jetzt. War super. Sehr schön. Vom Wetter her klasse. War also nicht zu warm heute, keine Sonne. Ließ sich gut laufen. Ja, jetzt sind wir auf höchster regionalpolitischer Ebene. Neben uns der Bürgermeister der Stadt Salzkamp. Wir haben uns ja vor dem Lauf getroffen und jetzt steht er hier im Ziel. Eine Zeit von deutlich unter 60 Minuten über die 10 Kilometer. Ja, ich bin ganz zufrieden dafür, dass ich im vergangenen Jahr die 5,5 Kilometer in etwas über 40 Minuten gelaufen bin. Das ist eine deutliche Verbesserung, aber der größte Dank gilt meinen beiden Mitläufern, die mich ab Kilometer 1 gezogen haben, mit 9 aus dem Landtag und 9 aus Bad-Württemberg. Es war ein schöner Lauf. Okay. Ja, Christoph Rüther, der Bürgermeister der Stadt Bad-Württemberg. Man fragt sich ja immer, woher nehmen die Bürgermeister eigentlich so viel Zeit zum Trainieren, dass sie noch in der Lage sind, solche Leistungen zu vollbringen? Ja, manchmal frage ich mich das auch, aber allen Ernstes, ich glaube, genau Laufen ist das Einzige, was man wirklich auch zu jeder Uhrzeit machen kann. Und da geht es halt morgens immer um 5:30 los oder abends mal um 9 los. Also es ist eine tolle Sportart. Ja, und Bernhard Hoppe-Biermeier war früher, als er noch nicht im Landtag tätig war als Landtagsabgeordneter, ein begnadeter Läufer, hat richtig schnelle Zeiten gelaufen, hat auch tolle Triathlons gemacht. Und jetzt hier heute beim Salzkorn-Marathon auf 10 Kilometer unterwegs, wie war's? Sensationell, also es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wie im richtigen Leben, die Bürgermeister fordern den Landtag. Man kann das feststellen bei den Läuferinnen und Läufern, die hier reinkommen. Die machen alle noch einen sehr guten Eindruck, sind scheinbar noch gut mit Energien versorgt. Und mit Energien wurden auch gestern Abend die Teilnehmer des Salzkorn Sportmarathon bei der Pasta Party versorgt. Ja, hier bei der Pasta Party vor der Sitzhalle ging es dann auch zur Musik von Tommy and Hoop partymäßig ab. Das reichhaltige Nudelbuffet, es war hier schnell abgeräumt, hinterließ aber durchweg ein zufriedenes Publikum. Hervorragende Nudeln. Die Nudeln waren gut, die Soße war schöne Auswahl, Salat war es da, es war sehr angenehm. Es ist hier schöne Atmosphäre, man trifft eben die Laufkollegen, die Musik ist gut, ist schön hier. Es war super. Ich bin Vegetarier, ich habe eine schöne Tomatensauce bekommen und einen gemischten Salat mit Schafskäse und Kidneybohnen, also Eiweiß, Kohlenhydrate, alles was der Läufer braucht. Wir haben uns hier getroffen, alles Gleichgesinnte, laufen morgen früh, die Pasta war sehr lecker, ne, mit den entsprechenden Soßen dazu, alles wunderbar, wir freuen uns auf morgen. Also es ist super organisiert, die ganzen Sponsoren und die ganzen Menschen, die hier Gast gegeben haben, sieht man jetzt schon, dass es echt viel Aufwand war, viel Arbeit und mit viel Herzblut alles gemacht wurde. Ist schon sehr, sehr toll. Ja, viel Lob vom hochverehrten Läuferpublikum und da dürfte sich wohl auch der Namensgeber dieses Lauf-Events freuen. Sascha. Herr Klingenthal, wenn wir jetzt mal so Revue passieren lassen, vor 11 Jahren und wir vergleichen das mit dem heutigen Tag, hat sich doch vieles beim Marathon getan. Ja, also ich bin wirklich tief beeindruckt darüber, was sich daraus entwickelt hat. Und das liegt insbesondere daran, dass viele Vereine, viele Ehrenamtliche mitmachen und auch die Bürger von Salzkotten und der Ortsteile ganz begeistert dabei sind. Auf salzkotten-marathon.de. Ja, neben mir Horst Wikzinski, ein ganz erfahrener Lauforganisator. 34 Mal hat er Deutschlands ältesten Straßenlauf, den Osterlauf in Paderborn, organisiert. Und heute ist er hier auch in Salzkotten beim Salzkotten-Marathon. Wie sind deine Eindrücke von dieser Veranstaltung? Ja, als mein Sohn das vor 8 Jahren übernommen hat hier, bin ich natürlich automatisch, familiär ist ja selbstverständlich, dann auch mit eingebunden in diese Veranstaltung. Und wenn man sieht, was in den letzten 8 Jahren passiert ist, von 800 Teilnehmern, wir gehen jetzt langsam auf 2500 zu, dann ist das ja schon eine Sache, die sich eigentlich auch lohnt, weiterzumachen. Unter den Ehrengästen heute auch der Geschäftsführer des SC Paderborn, des Vereins, der in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Martin Horberger, gibt es Vergleiche zwischen dem Fußball und einem Leichtathletik-Lauf-Event wie heute?
Ja, zunächst denke ich, dass hier herausragende Arbeit geleistet worden ist vom gesamten Team. Es ist sehr, sehr viel Vorbereitung notwendig, wie bei uns bei jedem Spiel. Hier konzentriert sich das auf einen Tag. Wir haben diese Ereignisse dann 17 oder 19 Mal im Jahr. Hut ab vor allen, die sich dann engagieren, insbesondere hier beim Salzgottenmarathon, wo ja sehr viel ehrenamtliches Engagement auch im Vordergrund steht. Jetzt war Spannung angesagt. Konnte sich Laura Hottenrott im Halbmarathon gegen die Männerdominanz durchsetzen? Aber das konnte er gerade noch verhindern, Michael Brandt. Du hattest ja eine der besten deutschen Langstreckenläuferinnen sozusagen im Nacken am Laufen, die Laura Hottenrott, die hat eine Bestzeit von 1:13:02. War da so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl, dass man von ihr dann vielleicht noch auf der Zielgerade überholt wird? Ja, schon. Also man weiß ja nicht, wie ernst sie den Lauf nimmt. Aber wäre dann auch nicht so schlimm gewesen. Eine Minute nach Michael Brandt überquerte sie dann hier die Ziellinie mit einem neuen Streckenrekord. Laura Hottenrott. Laura Hottenrott zum ersten Mal hier in Salzgitter. Die Zeit 1:20 zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Das war auch das, was geplant war. Also ich war ein bisschen schneller als geplant, aber als Trainingslauf wollten wir 1:20 laufen. Das hat gut geklappt. Wie waren so die Eindrücke unterwegs? Ja, war schön. Also es sind viele Leute heute Morgen rausgekommen an die Strecke und es war gutes Wetter, hat Spaß gemacht. Im Übrigen Gratulation, das war auch heute ein neuer Streckenrekord für die Damen. Und für die Europameisterschaft demnächst im August in Berlin, alles Gute. Dankeschön. Auf dem Marktplatz ist die Stimmung schon richtig gut. Alle Läufer werden richtig angefeuert. Wir sehen hier den Zielbereich, wo die Läufer dann hier ins Ziel kommen. Wir sehen die Bühne, wo die große Siegerehrung stattfindet. Und wir sehen unzählige Zuschauer hier am Rande. Und hier, junger Mann, für wen bist du denn heute? Wem drückst du denn die Daumen? Für die Montessori-Schule. Die sind auch mit einem großen Team am Start. Mhm. Du bist Schüler da. Wem drücken Sie denn heute Morgen die Daumen? Meiner Tochter Jasmin. Über welche Distanz ist sie? 10 Kilometer ist die gelaufen, ist aber schon im Ziel. Und hat geklappt mit dem Daumen. Na toll. Ja, hier ist richtig Rambazamba bei ihm. Wen drücken Sie denn die Daumen? Der Silke Nihos ist meine Tochter. Die hat gerade den zweiten Platz gemacht im Halbmarathon. Also eine stolze Mutter hier. Ja, klar. So, hier werden eifrig Fotos gemacht. Wir schauen auf die Uhr. Das ist noch eine. Jetzt habe ich das Bild gecrashed. Freund verpasst. Jetzt habe ich Ihren Freund verpasst. Haben Sie denn alles auf Band? Ja, aber Sie waren dazwischen. Es tut uns leid, dafür sind Sie jetzt im Fernsehen. Wie gefällt es Ihnen denn hier beim Salzer Marathon? Ach so, gut. Warum? Wir sind das erste Mal da, mein Freund, der läuft auch erst seit 4 Monaten. Er ist in der Region eine Legende, eine Langstreckenlauflegende. Franz Xaver Kilian. Franz Xaver, du bist nun auch schon ein jetzt über 70 und läufst seit mehr als 3 Jahrzehnten. Wie schafft man das, über einen so langen Zeitraum immer solche Leistungen zu bringen? Ja, es kommt auch auf die Einteilung drauf an. Man sollte immer seine Kraft gut einteilen und sich total nicht überschätzen. Man darf auch in einigen Läufen auch mal langsam laufen. Und das Langsame ist ja nicht unbedingt schlecht. Gemeinsam läuft es besser. Wer könnte das besser verstehen als die Vertreter der Olympic Specials, die jetzt auch das ersehnte Ziel hier auf dem Marktplatz erreichen. In der Chill-Out-Area von Rewe, da kann man es sich so richtig bequem machen. Hier sind Liegestühle aufgebaut und hier sind natürlich auch viele Läufer und Läuferinnen, die sich hier so richtig schön ausruhen können nach dem Lauf, genauso wie Sie. Wie empfinden Sie das denn so? Also es ist hier sehr, sehr schön, muss man sagen. Es gab viel Obst, wir haben schon ein Eis gegessen. Es ist wirklich Chill-Out-Area. Wir entspannen uns nach dem Lauf. Ich bin auch begeistert von der Atmosphäre hier. Man kann sich schön erholen. Der Lauf war für mich ein bisschen anstrengend, aber trotzdem ein schönes Drumherum. Ganz ausruhen war jetzt in der Nachbarschaft der Rewe-Ruhezone noch nicht zu denken, denn im Bambini-Lauf legten fast 600 Bambinis ein forsches Tempo vor.
Die Belohnung nach dem Lauf war dann auch nicht zu verachten. Eine echte Medaille und eine Urkunde. Wieder zurück auf der Marathonstrecke und hier liegen die Marathonstaffeln gut im Rennen. Vier Akteure teilen sich die 42,195 Kilometer und hier in der Wechselzone wird gerade so ein Wechsel vollzogen. Und dann dürfen sich die Soester Laktatfreunde, die in 2 Stunden 31 Minuten die Ziellinie überqueren, nicht nur über ihren Sieg freuen, sondern auch über einen neuen Streckenrekord. Also eine Langstreckenlaufveranstaltung wie heute ist natürlich auch eine kleine Attacke auf das Gesundheitssystem, vor allen Dingen, wenn es so auf die längeren Strecken Halbmarathon und Marathon geht. Wie sah es denn aus heute bislang? Hat es schon Zwischenfälle gegeben? Zum Glück nur kleinere Zwischenfälle, die mit dem Pflaster praktisch behoben werden konnten. Aber die Herausforderungen sind ja eher am Ende des Marathons, die da auf uns warten. Aber wir sind ganz zuversichtlich. Das Wetter hat ja nochmal den Läufern in die Karten gespielt. Und ich denke mal, die meisten sind gut vorbereitet. Und für die anderen ist gut gesorgt. Es sind 3 Ärzte im Einsatz und das DRK-Team mit einer großen Mannschaft. Der Rettungswagen steht auch dabei. Ich hoffe, wir brauchen alles nicht, aber es ist für einen Notfall auf jeden Fall alles gut gerüstet. Und er musste die 42,195 Kilometer alleine laufen. Matthias Nahn, der Marathon-Spezialist, der in Salzgott einfach nicht zu schlagen ist und zum 8. Mal den Klingenthal-Sportmarathon gewinnt. Ja, vor dem Lauf, da hat man gesagt, Matthias Nahn hat hier 7-mal gewonnen, wird natürlich heute auch zum 8. Mal gewinnen. Hast du es denn vor dem Lauf auch so gesehen? Ja, also ich wollte schon aufs Treppchen kommen, gewinnen wusste ich jetzt nicht, weil so gut bin ich eigentlich nicht drauf, aber nee, war okay. Man wird ja im Laufe der Jahre eigentlich auch nicht unbedingt schneller, aber du hältst ja immer noch ein sehr hohes Niveau. Das heißt, viel Training? Nee, viel Training nicht, mach so 80 Kilometer, aber ich kann das Tempo gut halten, ne? Der zweite des Marathons, Gerd Fischer, jetzt auch im Ziel. Glücklich, wenn man so in seine Augen sieht. Bis Kilometer 35 waren sie ja noch dran am Christian Nahn. Da hätten sie ihm doch mal die Suppe versalzen können, oder? Das war der Plan. Also Ende der dritten Runde bin ich ein bisschen weggekommen und hatte dann auch tatsächlich ja, die Hoffnung, dass es reichen würde. Aber er hat sich wieder rangekämpft und dann hat es am Ende hinten raus nicht mehr gereicht. Ich habe ein bisschen muskuläre Probleme bekommen und dann musste ich es hinten absichern und musste ihn laufen lassen. Also er war der Schnellere heute. Die Siegerin des Salzgott-Marathon, Janina Todt, sie sorgte für eine kleine Sensation, als sie nach 3 Stunden und 25 Minuten hier einlief. Ja. Janina Todt, im letzten Jahr ist sie hier im Halbmarathon Dritte geworden und jetzt war sie zum ersten Mal heute auf der Marathonstrecke unterwegs, zum ersten Mal und gleich gewonnen. Ja, ich finde keine anderen Worte, als dass ich total überwältigt bin und ich bin absolut fertig. Jetzt halt mich auszuruhen. Was bleibt heute denn noch, um sich dafür so richtig zu belohnen? Das lohnt sich doch. Meine Mama holt mich gleich ab und hat ordentlich für mich gekocht. Darauf freue ich mich gleich. Am Ende dann auch ein zufriedener Organisationschef Sascha Wikzinski. Die 11. Auflage des Klingenthal Sportmarathon neigt sich so allmählich zu Ende. Vielleicht Zeit schon einmal ein Resümee zu ziehen. Sascha Wikzinski, der Orga-Chef, er macht einen relativ entspannten Eindruck. Ja, es ist auch so, es war ein bislang entspannender Tag. Mag auch daran liegen, dass wir mittlerweile ja schon freitagsabends mit dem Aufbau beginnen. Das Wetter war nicht ganz so heiß, wobei jetzt gerade so die Sonne ein bisschen durchdrückt. Top-Bedingungen, die Sportler waren heute richtig schnell unterwegs, gerade im 5-Kilometer- und 10-Kilometer-Lauf hat man es gesehen. Und wir werden, denke ich, neue Rekordzahlen gleich zu vermelden haben, dass auch der Zuspruch nach wie vor ungebrochen ist. Das heißt, auch im nächsten Jahr darf man wieder erwarten, dass es eine neue Auflage des Klingenthal Sportmarathons geben wird. Jawohl, und zwar am 2. Juni 2019. Vielen Dank. Gerne. Der Salzgott-Marathon, eine herausragend organisierte Veranstaltung, die auch in diesem Jahr wieder mit einem neuen Teilnehmerrekord, hier wurden 2411 Läuferbeine bewegt, aufwarten konnte. Das Stadtfernsehen Salzgotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzgotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.